Game Boy Advance Kalender. Game Boy Advance Kalender. Final Fantasy Tactics Advance. Ich kann mich gut an den Hype für dieses kleine Spiel im großen Final Fantasy Franchise erinnern. Ein Final Fantasy für eine Nintendo-Konsole? Sowas gab es noch nie. Naja, quasi noch nie in Deutschland. Aber egal. Auf alle Fälle war das im Jahr 2003 ein großes Ding. Umso mehr freute ich mich, als ich es zufällig eine Woche vor der eigentlichen Veröffentlichung im Laden sah und musste es natürlich direkt von meinem gesparten Geld kaufen. Aber bevor wir jetzt direkt auf das Gameplay eingehen, kurz die Handlung des Spiels. In dem verschneiten Städtchen St. Ivalice entdecken die vier Kinder Marsh, Ritz, Mute und Don't ein geheimnisvolles Buch, welches in einer fremden Schrift geschrieben ist und Bilder von seltsamen Wesen enthält. Nachdem Mute eine für ihn nach Latein klingende Schrift vorliest und Marsh meint, die Monster sehen aus wie aus der Welt von Final Fantasy, verabschieden sich die vier für heute und gehen zu Bett. Während sie in ihren warmen Betten schlafen, verändert sich St. Ivalice und seine Bewohner in eine völlig neue Welt, und als Marsh am nächsten Morgen erwacht, findet er sich in der Welt von Ivalice wieder, in der Abenteurer auf Monsterjagd gehen und gegen verfeindete Clans kämpfen. Das Ganze aber unter dem wachsamen Auge der Richter, welche dafür sorgen, dass die Gesetze von Ivalice eingehalten werden. Auf seiner Reise durch die unbekannte Welt trifft Marsh auf den Maugre Mont Blanc und tritt dessen Clan namens Wirling bei, um mehr über die Fantasy-Welt zu erfahren. Als Marsh herausfindet, dass auch Ritz, Mute und Don't in dieser Welt aufgetaucht sind, beschließt er, einen Weg nach Hause zu suchen, worüber seine Freunde aber nicht gerade erfreut sind. Man merkt schon, dass das Spiel anhand dieser Kurzbeschreibung einen recht dicken Plot hat, und das ist definitiv eine seiner Stärken. Die Geschichte von Marshes Kampf, um seine Realität wiederherzustellen, ist interessant gestrickt und die Gründe, warum seine Freunde in der Fantasy-Welt von Ivalice bleiben möchten, nachvollziehbar. Aber jetzt mal weg von der Handlung, wie sieht denn jetzt das Gameplay aus? Wie der Beititel Tactics erwarten lässt, handelt es sich hier nicht um ein weiteres Rollenspiel im Stile der ersten neuen Final Fantasy Hauptspiele, sondern um ein waschechtes Taktik-Rollenspiel. So müsst ihr zu Beginn eines Scharmützels eure Kampftruppen auswählen, wobei jeder der Truppler einen eigenen Job ausübt und sich deswegen die Fähigkeiten eurer Clanmitglieder immer unterscheiden. So könnt ihr in eure Party die Final Fantasy typischen Soldaten, Diebe, Ninjas, Schwarz- und Weißmagier und Schützen aufnehmen, aber dazu gesellen sich dann neue Jobklassen wie Paladine, Illusionisten, Blaumagier, Jäger, Bestienbändiger und viele mehr. Insgesamt 34 unterschiedliche Jobs stehen euch zur Verfügung und jedes Mitglied eures Clans kann auch praktisch jeden Beruf mit seinen Stärken und Schwächen annehmen. Aufpassen muss man nur bei den unterschiedlichen Spezies, da einige Jobs sich auch von Spezies zu Spezies unterscheiden. Aber zurück zum Kampfsystem. Also, nachdem ihr eure Truppler ausgewählt und positioniert habt, werden von einem Richter, welcher ebenfalls am Kampf teilnimmt, Gesetze aufgestellt, an die ihr euch halten müsst. Ansonsten wandert die Figur, die das Gesetz bricht, direkt in den Kerker und kann erst nach Ende des Kampfes gegen eine hohe Summe wieder auf freien Fuß gebracht werden. Haltet ihr euch aber penibel an die Gesetze, winken euch Richterpunkte, nachdem ihr eure Feinde besiegt habt. Diese ermöglichen euch während des Kampfes spezielle Kombos oder Beschwörungen, im Spiel als Totema bekannt, einzusetzen. Ach ja, ihr fragt sicher noch, was für Gesetze da im Kampf auftauchen. Tja, manchmal sind es Kleinigkeiten wie keine Heil-Items während des Kampfes einsetzen, aber dann gibt es nervige Gesetze wie keine Schwerter verwenden, welches regelmäßig meine halbe Truppe lahmlegt, aber man hat ja netterweise vor Kampfbeginn noch die Chance, seine Truppler neu auszurüsten. Im Verlauf des Spiels verschärfen sich durch eure Handlungen in der Story die Gesetze und die Kämpfe werden zunehmend schwerer und genau da kommen Antigesetze ins Spiel. Mithilfe dieser könnt ihr die Gesetze im Kampf zu euren Gunsten ändern und selbst der schwerste Kampf wird zu einer kleinen Rauferei. Steht eure Truppe und die Gesetze, beginnt der Kampf, welcher auf einer kleinen Spielwelt ausgetragen wird, sei es eine Wüste, eine Stadt oder Berge. Das Spiel bietet hier recht abwechslungsreiche Kampfschauplätze. Der Kampfplatz wird ähnlich wie ein Schachbrett von einem Bewegungsnetz überspannt, in dem sich die Figuren frei bewegen können. Je nach Figur unterscheidet sich die Anzahl der Felder, die sie zurücklegen kann, und je nach Waffe, wie nah ihr euren Kontrahenten kommen müsst, um ihn anzugreifen.
Je nach Missionsauftrag müsst ihr alle Feinde platt machen, einen bestimmten bewusstlos schlagen oder ein Objekt im Gebiet zerstören, um zu gewinnen. Da fällt mir ein, ich hatte ja ganz vergessen, Missionen zu erklären. Also, natürlich stürmt ihr im Spiel nicht einfach los und kloppt euch quer durch Ivelisse. Ihr nehmt Aufträge und Missionen in den nahegelegenen Tavernen an und kassiert bei erfolgreicher Bewältigung Geld, besondere Items oder Waffen. Natürlich geht auch nur durch das Bewältigen gewisser Missionen die Handlung weiter. Ich höre euch schon rufen, ja, aber ich kann doch auf der Weltkarte einfach weiterlaufen, kämpfen, Rätsel lösen und mir die Bosse suchen wie in anderen Final Fantasy Games und so die Story vorantreiben. Tja, da irrt ihr, denn erstens gibt es in Tactics Advance keine herkömmliche Weltkarte, wie man sie von anderen Final Fantasy Teilen kennt, und generell gibt es im Spiel kein wirkliches Erforschen der Orte oder Ähnlichem, um mit NPCs zu reden und so die Handlung voranzutreiben. Es gibt nur Missionen, die es zu bewältigen gilt. Naja, und das ein oder andere Scharmützel gegen gegnerische Clans, durch welche man seine Truppler langsam hochleveln kann. Wer jetzt aber meint, dass das Spiel dadurch zu repetitiv wird, der irrt, denn durch Zwischensequenzen während der Kämpfe, dem Jobsystem, der Gesetze, den charmanten Figuren, den abwechslungsreichen Schauplätzen und natürlich der interessanten und spannenden Handlung ist das Spiel angenehm abwechslungsreich und so kann es schon mal passieren, dass man beim Finale ankommt und plötzlich weit über 100 Stunden gezockt hat und man direkt einen zweiten Spieldurchlauf startet, um sich nochmal in der Welt von Ivelisse zu verlieren. My name is Marche. I am a warrior in a land called Ivelisse. Can you please help me destroy the crystals so I can leave? You may call me Ritz, but you may not use my sword, spells, or magic without asking. They are dangerous. If you call, I'll explain. Mute is my name. Feel free to call. Otherwise, I may become irritable. The people of Ivelisse are standing by to talk about Final Fantasy Tactics Advance, only on Game Boy Advance. Rated E for everyone.